Für unser Jubiläumsschäfchen benötigst du den Schlingenstich, und zwar einen, der die Schlinge nach vorne macht. Ich zeige dir drei Methoden. Die eine ist, du legst einfach den Arbeitsfaden um den Daumen, also ganz einfach, die Methode habe ich verwendet. Stichst in die Masche links vom Arbeitsfaden ein, also in die nächste Masche, häkelst eine ganz normale feste Masche. Und fertig. Und du legst den Faden wieder um den Daumen, den Arbeitsfaden. Ich sage dir dann gleich, was die Vor- und Nachteile sind. Arbeitsfaden um den Daumen, in die nächste feste Masche nach dem Arbeitsfaden einstechen, Faden holen, feste Masche. Damit kann man relativ flott häkeln. Die Schlingen sind auf der Vorderseite. Hat einen kleinen Nachteil. Die Schlingen sind nicht so fixiert wie bei den beiden anderen Methoden, die ich dir zeige. Es geht halt am schnellsten. Und die Gefahr, also die können ein bisschen nach hinten rutschen, die Schlingen. Theoretisch könnte man sie hinten rausziehen. Aber nachdem das Schäfchen sehr prall gefüllt ist, ist die Gefahr eigentlich klein. So, also wenn man da hinten wirklich zupft, könnte man die Fransen eigentlich nach hinten ziehen. Also sie könnten theoretisch ein bisschen nach hinten rutschen. Aber wie gesagt, ich halte hier die Gefahr für klein. Aber ich zeige dir noch zwei Methoden, wo die Fransen fixiert werden und das nicht passieren kann. Also bei der nächsten Methode stichst du in die nächste Masche ein. Holst den unteren Faden eigentlich vom, also eigentlich holst du die Kreuzung vom Finger, vom Arbeitsfaden, häkelst die feste Masche ganz normal und legst die Schlaufe nach vorne. Und die nächste. Einstechen, Arbeitsfaden an der Kreuzung heranziehen. Durch die Masche und den zweiten Arbeitsfaden durch die Schlingen ziehen und die Schlaufe wieder nach vorne legen. Und noch eine dritte Methode, einstechen. Nicht in der üblichen Richtung, sondern in der Gegenrichtung. Den einen Faden vom Arbeitsfaden holen, durchziehen. Und nun den Arbeitsfaden von hinten nehmen, um die feste Masche zu bilden. Auch diese Schlaufe lässt sich nicht verrücken, die ist fixiert. Also schau, was dir am besten gefällt. Viel Spaß damit!